Am Samstagmittag spielten der Hamburger Sportverein und Hannover 96 gegeneinander. Im Volksparkstadion trafen diese Teams aufeinander, die momentan doch A-Krisengebeutelt daherkommen. Der HSV hat 4 Spiele in Serie jetzt nicht gewinnen können. Die letzten beiden Partien verlor man sogar mit 3:2 bzw. 1:3 auch hier zu Hause. Hannover 96 kann davon ein Lied singen. Der HSV ist immerhin Dritter, also die Rauten 11. Hannover 96 ist 14. Da ist man vor allem auswärts extrem schlecht. Zu Hause hat man jetzt gegen Holstein Kiel aber auch gepatzt 0:3 verloren. Also es wird sehr spannend sein, sich das zu betrachten. Der HSV mit Sven Ulreich im Tor, dann ist diese Grafik hier etwas verschoben. Leibold wird natürlich links auflaufen, Ambrosius, Leistner und Wagnermann in der Viererkette. Nun ja, es ist hier etwas durcheinander gekommen. Terodde in der Spitze, Jasula, Onana, das kommt schon so hin. Jatta über rechts, Winzheimer über links, Terodde eben in der Spitze auf der 10. Hand bei Hannover, Esser im Tor, Hult, Illes, Franke und Schindler in der Viererkette, Bijol, Haraguchi, Kaiser und Suleimani in der Zentrale vorne, Duxch und Weidand im Sturm. Also man durfte sich das spannend vorstellen und es wurde durchaus interessant. Der Hamburger Sportverein in den weißen Trikots von links nach rechts, spielbestimmend auch, ja, von der Tabellenposition her auch dazu in der Lage, hier mehr zu machen als Hannover 96. Eben diese Auswärtsserie ganz schwarz bei den 96ern, da konnte man in dieser Saison nicht einen müden Punkt holen. Auch wenn hier der HSV gut spielte, es kamen noch nicht die großen Möglichkeiten bei rum, dass sie die erste Halbchance, aber es wird alles andere als gefährlich. Der HSV aber spielte geduldig über eine halbe Stunde schon. Von der Uhr von Hannover kam tatsächlich nichts. Die waren doch stark verunsichert. Beim HSV sah es anders aus. Jatta zu Aaron Hunt. Der läuft in der Mitte einfach durch und köpft ein. 34. Minute. Das auch verdiente 1:0 für die Gastgeber. Esser aus kurzer Distanz ohne eine Möglichkeit. Aber auch da muss man sich fragen, wo ist da Franke? Wir sehen ihn, er ist viel zu weit weg, läuft einfach nur hinterher. Das war jetzt keine großartige Kontersituation. Gut gespielt vom HSV, aber auch schwach verteidigt. Hannover vor der Pause mal etwas sinnbildlich. Sie sind hier zwar vorne am 16er, spielen das dann da drumherum, bisschen handballmäßig, aber der HSV doch mit engem Beton und es fehlte so die zündende Idee, der Ball von Weidand auch ins Nichts. Dann war Pause, folgerichtig, kein Treffer für die Gäste, einen für den HSV. Aber man hatte eben auch gegen den ersten FC Heidenheim geführt letzte Woche mit 2:0 sogar. Am Ende verlor man eben mit 3:2 und Hannover 96 beim letzten Auswärtsspiel in Würzburg verlor man eben beim Tabellenletzten. Würzburg bislang ein Sieg und den ausgerechnet gegen Hannover. Jetzt wurde es im zweiten Durchgang aber eine andere Partie. Die Niedersachsen, sie wachten plötzlich auf. Marvin Duxch in der 48. Spielminute mal mit einem Abschluss aus knapp 16 Metern und Sven Ulreich muss tatsächlich mal eingreifen, der ja so unglücklich patzte beim 3:2 gegen Heidenheim, sich das aber auch selbst zuzuschreiben hatte. Das war ein fataler Fehler. Der anschließende Eckstoß von der linken Seite von Kaiser reingetreten. Franke, Suleimani kommt nicht durch. Schindler bringt ihn nochmal rein. Weidand gegen Ulreich. Aber Weidand setzt nach und trifft. 49. Minute, das 1:1. Da hat sich die Druckphase der 96er schon jetzt gelohnt. Und der HSV, er gab mal wieder eine Führung ab, 1:1, also nach knapp 50 Minuten. Und die Gäste hatten nun etwas Selbstbewusstsein getankt. Bijol treibt den Ball, sieht auf der linken Seite Hult, der gibt ihn wieder ab in die Mitte. Duxch nochmal raus zu Bijol. Weidand, da ist rechts Kingsley Schindler. Kingsley Schindler! Spiel gedreht, 57. Minute. Keine 15 Minuten im zweiten Abschnitt gespielt und der HSV plötzlich aus Führung wieder einen Rückstand gemacht. Jasula ist zwar dran, Schindler bekommt trotzdem den Fuß irgendwie an den Ball und kann aus spitzem Winkel dann auch Sven Ulreich
überlisten. Und jetzt der HSV wieder unter Druck. Ja, Hannover auch als HSV bezeichnet zum Teil. Aber der Hamburger SV lässt sich das noch etwas größer schreiben. Hier mal eine Offensivaktion, die aber aufgrund einer Abseitssituation auch zurückgepfiffen wurde. So viel noch nicht zu sehen im zweiten Durchgang. Wir springen schon in die Schlussphase. Hannover wollte einen drauflegen, Duxch aber nun mit dem Ballverlust und es geht mal schnell in die Gegenrichtung. 96 doch etwas weit aufgerückt. Terodde sieht auf der linken Seite Sonny Kittel. Der nimmt den Ball etwas problematisch an, hat aber trotzdem noch genug Platz. Terodde, Aaron Hunt zu Kin Zombie, legt ihn sich auf den linken Fuß. Kin Zombie! Da fehlte nicht viel. 88. Minute, plötzlich nochmal die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich. Nach der ersten Hälfte wäre der auch verdient gewesen. Im zweiten Durchgang wachte der HSV wohl etwas zu spät auf, aber noch einmal die Rothosen. Kin Zombie zu Duziak, abgefälscht dabei von Hult, der aber dann vorbeiging. Und die 2 Minuten Nachspielzeit waren abgelaufen. Aus dem anschließenden Eckstoß resultierte nichts mehr. Es blieb also bei diesem 1:2. Hannover 96 kann die Negativserie auf des Gegners Platzes beenden durch den Siegtreffer von Kingsley Schindler. Und der Hamburger Sportverein erwartet nunmehr seit 5 Spielen in der zweiten Bundesliga auf einen Dreier. Da gibt es einiges aufzuarbeiten. Hannover 96 verschafft sich zumindest erstmal so ein bisschen wieder Luft und kann vielleicht oben wieder anklopfen.